Ja, vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Gerlinde, ich finde das einen sehr guten Vorschlag. Als derjenige, der für Berlin Energie und die hundertprozentige Rekommunalisierungsabsicht mit zuständig ist und steht in meinem dienstlichen Bereich, denke ich, sollten wir uns da wirklich zusammensetzen und sehen, wie wir als Partei deutlich machen, was wir wollen und in welchen Schritten wir auch dahin kommen. Ich bin auch sehr dankbar, dass Jörg Ströter mit der Enquete-Kommission und Daniel Buchholz als Sprecher das mit unterstützt haben, weil das ein wirklich Musterbeispiel ist. Die CDU hat keine eigene Position, außer was sie alles nicht will. Sie taktiert, sie bremst. An diesem Energiebeispiel wird es besonders deutlich. Im Parlament hält sie jetzt das vom Senat beschlossene Energiewendegesetz auf. Das heißt, auch an diesem Beispiel sehen wir, die CDU ist nicht zukunftsfähig, so wie sie sich aufstellt. Und deswegen glaube ich, ist es auch gut, wenn sie absehbar in Berlin nicht mehr mitregiert. Beim Thema Flüchtlinge will ich doch noch mal auch aus Sicht Charlottenburg-Wilmersdorf sagen, wir sind ja ein Bezirk, in dem es jetzt inzwischen alles gibt. Das hat angefangen mit Flüchtlingsunterbringung, also in Wohnheimen. Dann haben wir jetzt die Notunterkünfte in den, rund ums Olympiastadion auch an anderer Stelle. Es werden Flüchtlinge und Hotels untergebracht. Wir haben jetzt auch eine Registrierungsstelle in der Bundesallee. Das heißt, der Bezirk ist Schritt für Schritt immer mehr auch in dieses Thema hineingewachsen. Das Interessante ist aber zum einen, die Hilfsbereitschaft der Menschen ist nicht zurückgegangen. Es gibt weiterhin eine breite Unterstützung, die überwältigend ist und für die man sich auch immer wieder nur bedanken kann. Und da will ich an der Stelle auch exemplarisch nennen, weil ja auch immer so ein bisschen gesagt wird, was können Bezirke eigentlich und sind die überhaupt handlungsfähig? Für Charlottenburg-Wilmersdorf sagen, der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist parteiübergreifend handlungsfähig. Wenn ich an der Stelle auch ausdrücklich die CDU-Bezirksamtsmitglieder und die politischen Vertreter mit einbeziehen, da gibt es kein Wackeln, da wird nach Lösungen gesucht. Für unsere Seite exemplarisch Reinhard Naumann als Bezirksbürgermeister, Anne Hansen als stellvertretende Vorsteherin, die ja auch inzwischen einen Großteil ihrer Zeit im Rathaus Wilmersdorf verbringt und dort aktiv mit anpasst. Das ist, glaube ich, das, wie es richtig ist. Wir packen an, wir lamentieren nicht, sondern wir lösen die Probleme und bringen die Menschen unter. Und die Stimmung in der Bevölkerung ist meines Erachtens auch so. Natürlich gibt es Ängste und Sorgen, die müssen wir ernst nehmen, aber nicht schüren und die positiven Perspektiven setzen und Lösungen anbieten. Wir sehen das ja auch in Bayern, was ja so ein bisschen besonders negativ sich da bundesweit bemerkbar macht durch den Ministerpräsidenten. Wenn man im Fernsehen bayerische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sieht, denen es peinlich ist, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, nicht unterbringen können, sehen wir, die Menschen haben eine andere Wahrnehmung als der bayerische Ministerpräsident, der zeitgleich Herrn Orban einlädt. Das ist der Unterschied zwischen den Menschen an der Basis und dem, was oben von politischen Vertretern gemacht wird. Und das gilt auch in Berlin. Wenn der Bezirk Reinickendorf mit seinem Bürgermeister alles tut, um eine Unterbringung in Heiligensee zu verhindern, dann ist, glaube ich, klar, wo es Änderungen geben muss. Die muss es nicht bei den Menschen geben, sondern an der Spitze des Ganzen. Insofern glaube ich, die CDU zeigt sich als Partei der Taktiker, der Bremser des ganz kleinen Karos. Michael Müller hat es gesagt, Regierungsparteien sind nicht vorrangig gewählt, um sich beliebt zu machen. Kann man auch versuchen, aber unsere Aufgabe ist vor allen Dingen, das Gemeinwesen voranzubringen, die Aufgaben anzupassen, Lösungen zu suchen. Das machen wir im Dialog, auch im kontroversen Dialog. Und ich glaube, die SPD ist in Berlin im Moment die einzige Partei, die das konsequent in Land und Bezirken gemeinsam voranbringt zu den verschiedenen Themen der Stadt, die sich stellen. Das, glaube ich, werden wir gemeinsam anpacken, gemeinsam umsetzen. Und wenn wir das miteinander und füreinander machen, werden wir das auch schaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.